Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf Easy Money. Wir haben heute die Co-op-Kampagne bei Warhammer 40k Space Marine 2 am Start mit dem guten alten Bengals. Sag mal nochmal was. Jo, was geht? Was geht? Wir zocken diese Kampagne jetzt von Anfang an einfach. Wir starten gleich rein und ich bin gespannt. Wir gucken, was gehen wird. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da. Und wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, dann folgt mir gerne auf Twitch unter easymoney-official. Let's go. Für den Imperator. Für den Imperator, Digga. Hä, aber wo zum Teufel bist du jetzt? Ah, da bist du. Lol. Hinter dir. Krank. Warum sehen wir anders aus? Hast du dich schon bearbeitet? Nee. Versammeln. Chiron. Ja, okay, doch. Jetzt sind wir ja diese drei Typen. Also, du bist jetzt quasi auf meinem Bildschirm der eine Typ, der gerade mit mir gequatscht hat. Ja, genau, einer von denen, der jetzt weg ist. Der bin ich bei mir aber auch, also. Ah, okay. Keine Ahnung. Okay, interesting. Hauptsache, habe ich noch? Wie lautet unsere Mission? ich habe noch Schwüre des Augenblicks auf meinem Körper. Was ist das? Das sind diese komischen Papierfetzen, die so angeklebt sind. Ich sehe schon, okay. Also in der Lore ist es so, bevor man in den Einsatz geht, schwört man sich mit seinen Waffenbrüdern auf Ziele ein, die im Einsatz erledigt werden. Das ist der Schwur des Augenblicks. Damit du den nicht vergisst, wird der so an die Rüstung getackert. Ich check. Bengals ist auf jeden Fall schon gut drin im Game, ich merke. Ja, ich hab halt die Hörbücher oder einen Großteil der Hörbücher gesetzt. Ach, stark, okay. Nice. Das ist Leutnant Titus. Er wird sich uns anschließen. Willkommen, Bruder. Wir erwarten Ihre Befehle. Wir brechen sofort auf. Ja, Leutnant. Oh, jetzt geht's los. Jörg. Yeah. So, ich habe gestern noch ein bisschen Steuerung angepasst. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt noch hinkriege, was ich wohin gelegt habe. Gucken wir mal. Werden wir sehen. Weil das ist, glaube ich, ein Spiel, das ist für Controller optimiert. Ja. Der Abzug imperialer Ausrüstung und Truppen aus Kadakus gefährdet die Luftabwehrsysteme, die den Himmel freihalten, werden von Tyranniden angegriffen. Schlage die zurück und schütze die Verteidigungsanlagen, bis der Rückzug abgeschlossen ist. Missionsziel: Stoße zum Astra Militarum und verteidige die Luftabwehrsysteme. Okay. Xenos-Bomben müssen getötet werden. Wir sehen die gleiche Zwischensequenz, oder? Wo, mit dem fliegenden Totenkopf? Ja. Da bist du. Sir, Sie waren bei der Death Watch. Ja. Das war sicher eine große Ehre. Ich werde Ihnen mit Freude dienen. Nähern uns der Absprungzone! Ist auch ein bisschen unangenehm gerade. Los! Das Schweigen. Mhm. Bisschen awkward. Auf jeden Fall. Siehst du die Dienstbolzen? Der Leutnant ist über 200 Jahre alt. Wie geht das? Er wurde sicher nicht als Primaris geboren. Mit den 200 Jahren, das kommt durch... Du hast recht. Quasi durch die Veränderung. Ja, okay. Als Statuskrieger. I get it. Du hast dann zum Beispiel... ich weiß nicht, ob das angesprochen wird. Du hast zwei Herzen, du hast drei Lungen und so. Drei Lungenflügel. Okay. Also genetisch bist du modifiziert für den Kampf. Ich check. So Giftgase und Strahlung tut dir nicht mehr so viel und so. Bewegt euch Richtung Westflanke und macht die Schwerpunkte. Und das sind Menschen. Ja, das sehe ich. Das ist alles Militarraum. Das sind normale Menschen quasi. Lord. Deswegen sind wir auch gefühlt zweieinhalb mal so groß. Ja. Major, erstatten Sie Bericht. Die verdammten Biester haben die Orbitalkanonen. Sie haben uns zum Lager zurückgedrängt und planen einen Überfall. Lirio, nehmen Sie Altareus und Elion und bleiben Sie hier, um das Lager zu sichern. Ja, Bruder. Major, wir müssen zu den Abwehrwaffen. Ja, mein Lord. Folgen Sie mir. Ja, verbreiten wir mal ein bisschen die imperiale Wahrheit. Mhm. Schlachten wir mal ein paar Tyranniden ab. Die Lage hier geil. Hat sich verschlechtert. Diese
Warte, wo bist du? Nice. Let's fucking go! Das ist ja wie beim Football, Digga, bei der Walkout aufs Feld, Digga, aufs Battlefield. Ja, Mann. Oh, guck mal, wir sind wirklich doppelt so groß hier. Ja, Digga. Mächtig. Ja, ne, ich will auch. Mann. Ja, ist doch okay. Können wir jetzt was machen, Digga? Hilf dem. Ja, okay, jetzt. Ja, wir helfen ihm. Ist das jetzt politisch schwierig, wenn wir jetzt an die Ostflanke geschickt werden? Ich weiß es auch nicht genau. Ich komme mit dir auf jeden Fall. Alter Junge, what the. Okay, anscheinend kann man die nicht abknallen in der Luft. Drücke Dreieck, um in den Wutmodus überzugehen. So fügst du höheren Schaden zu, bist widerstandsfähiger und stellst mit Nahkampfangriffen Gesundheit wieder her. Okay. I guess der ist aber sehr begrenzt. Wahrscheinlich. Wow. Nice. Mein Lord, wir haben Berichte, dass sich mehrere Schwärme nähern. Sagen Sie uns wo. Ich schicke die Koordinaten an Ihr Auspex. Ach, da müssen wir rein. Yes, sir. Mein Lord, wir bereiten einen Luftangriff vor. Können Sie den Feind halten, bis wir soweit sind? Verlassen Sie sich drauf. Hey, warte. Ah, okay, mit der 1, stimmt. Ich muss erstmal kurz wieder auf die Steuerung klarkommen. Erstmal ein bisschen Munition. Ja, da gibt's eine, wo man komplett aufgeladen wird, ne? Ja. Ja, hol ich mir auch. Nice. Ja, schon alle tot, warum werfe ich da eine Granate? Ziel zerstört. Okay, ich habe hier einen großen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, durch die Schwerfälligkeit der Bewegungen drücke ich oft zu spät Parade, weil er noch dabei ist, irgendeinen Schlag auszuführen. Ja, aber ich glaube, es ist egal, wenn du es früher drückst. Also ich habe keine Ahnung, aber... Ja, okay. Das ist meine Überlegung. Weil die Animation, da kannst du ja nichts tun. Ja, ja. Wo kriege ich denn die ganze Zeit Treffer hier? Was soll denn das? Weiß ich gerade auch nicht genau, Digga. Ah ja, okay. Was ist das? Wow, Digga, oha! Mir noch so ein Big Boss. Ja, ich habe hier gerade eine ganze Menge von diesen kleinen Viechern. Ich knall auf deinen Typen da. Ja, das geht los. Da kommt jetzt noch einer vorne. Ich baller. CE für Konter ist einfach auf der Tastatur los. Hab ich einfach nicht gut genug dran. Mich nervt, dass ich hier nicht hochspringen kann. Ja. Ich will einfach da hoch und dann... Ah, hier ist noch Munition. Hab ich dir alles weggenommen, war? Nee, hab ich auch nicht. Okay, gut, okay. Granaten. Ja, warte mal, mit was mach ich nochmal Granate? Granate, ich glaube Kreis. Ich kann's nicht sagen. Bei mir ist es G, wie es sich gehört auf der Tastatur. G für Granate. Wir müssen durch den Dschungel, um zu den Orbitalabwehrwaffen zu gelangen. Bruder Lirio, helfen Sie den Kardianern mit neuen Verteidigungslinien und erstatten Sie Bericht. Also es ist halt sehr stumpf einfach, ne? Also man, so dadurch, dass man auch nicht irgendwie springen kann, ist es halt, finde ich, auch relativ... So, es ist halt total krass, die Tyranniden liegen auf klar, was als nächstes einfach kommt. Also du kannst ja nicht irgendwie jetzt mal hier hochspringen und dann da angreifen oder so, sondern du bist halt einfach immer daran gebunden, was du halt von der Story vorgegeben bekommst. Ja.
Schwere Boltpistole. Ja, ihre Schiffe, die Pods, alles. Ihre bloße Existenz. Ja, du hast eine Boltpistole. Heute werden wir sie läutern, Bruder. Und du kannst halt zwischen Kampfmesser und Kettenschwert wechseln. Mhm. Und dann zwischen Boltpistole und schwere Boltpistole. Ich check. Ah, meine Ability ist, bei dir ist Dreieck deine Ability, ne? Ja. Meine ist eine andere. Meine Schlachtruf ist irgendwie eine andere. Ich kann die dann alle so wegsprengen. Ah, okay. Müssen hier hinten lang. Ich komme. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Oh, da ist irgendwas. Sturmbolter, Digga. Bist du bei mir, Jamaniac? Ja, gleich. Ich hier muss erstmal gucken, was oh ist mein Gott, das ist eine riesige Schwarm Tyranniden, Digga. Ja. Oh shit. Wo kommst du denn her? Boah, die sind aber schnell geworden, die Viecher. Boah, shit, Digga. Ich hab hier so einen großen. Ja, ich auch. Hab den gerade gekillt. Ich weiß gerade nicht genau, wo du bist, Digga. Ah, da. Ich baller auch auf ihn. Jo, einer ist platt. Top. Wechsel Magazin. Okay, dann weiter, oder? Ja. Da kommt wieder der nächste Schwarm. Das ist ein Schwarm, der schießt. Von oben. Ja. Da kommt wieder ein großer, ja. Nice Parade. Ah! Ich hab wieder zu spät ausgewichen, ey. Nice. Dafür ist nämlich ein Kettenschwert da, einfach mal in der Mitte zu sehen. Richtig. Ich bin mir sicher, dass es nach allen Regeln des Kriegsrechts verboten ist, so ein Kettenschwert, aber... Ah, hier ist eine Munition. Nicht in dieser Welt, Digga. Nee. Brauche Munition! Medikisten, den brauche ich nicht. Von den Kardianern erwarte ich Besseres! Ja, ich würde mir auch ganz gerne noch irgendwie ein bisschen Muni holen. Gab's hier Muni irgendwo? Ja, hier hinten gab's welche. Aber die muss mal gucken, ob die noch zahlreich da ist. Warte, hier hinten. Das kardianische 8. Regiment muss sich mehr anstrengen. Nice. Sind hier, ist bei dir noch Munition? Ah ne, nur Granatending. Ja, okay, dann müssen wir uns das aufteilen, okay. Ich hab das jetzt alles mitgenommen, ich dachte, du kriegst es auch, aber dann müssen wir uns das aufteilen. Easy. Dann wird der Loot geteilt. So, interagieren, jetzt schlägt er hier wahrscheinlich wieder diese Pflanze. Ja, mal wieder voll reinboxen da. Digga, ist das dumm. So. Du kennst diesen Feind, Bruder? Hier ist noch Munition. Nice. Was unterscheidet sie von anderen Xenos? Sie sind eine unerbittliche Plage. Aber sie sind schlau. Mit ihrem Schwarmbewusstsein kämpfen sie wie eine Einheit. Xenos ist quasi alles, was nicht Mensch ist. Okay. Vorsicht! Die Sporen explodieren, wenn sich eine Bedrohung nähert. Dann kommen wir ihnen zuvor und vernichten sie. Alter, Fliegeviecher. Wow. Egal, WTF. Du läufst einfach durch, das kann man auch so machen. Ja, einfach ein bisschen mit der Ausweichtaste ein bisschen ausgewichen und dadurch. Munition gesichert. Okay, ich habe ein bisschen Munition bekommen.
versuche die Dinger halt zu zerschießen so. Zerstört die Minen. Da kommen wieder Tyranniden angerannt. Jawohl. Wieder? Ja. Nachladen. Haben wir, sehr schön. Nice. Ja, von wo kriege ich Schaden, Digga? Nachschub. Das sind eher unorthodoxe Kampfmethoden, Leutnant. In welcher Kompanie habt ihr früher gedient? Ich habe dem Imperator anders gedient. Death Watch? Ja. Hoffentlich erhalte ich diese Ehre auch eines Tages. Bestimmt. Ja, Mann. Nice, Mann. Fetter Schwarm mit Explosionen. Was sind denn das für komische grüne Scheiß-Fliegedinger die ganze Zeit, Alter? Das ist komische Minen, ne? Die nerven voll, kann man die überhaupt richtig treffen? Ja, die kannst du auch. Ja, ja, das ist wieder so ein großer. Ja. Okay, das ist einfach ein Quicktime-Event, Digga. Was ist denn da los? Wow. Okay. Wollen wir nachladen? Muss nachladen. Jawohl. Sehr schön. Meine Schilde waren ganz unten, da hat es mich ein bisschen zerrissen, ehrlich gesagt. So, weiter geht's zum Interagieren-Logo. Hier können wir die Wand durchbrechen. Ja. Auch irgendwie hol, dass man das dann nicht einfach kaputt dass schlagen kann. Dass man da nicht einfach rüberhüpfen kann. Oder? Ja, oder so. Ja. Der kürzeste Weg führt durch den Sumpf. Gehen wir. Nein, der Sumpf ist voller Xenos. Am Ufer des Flusses ist ein Bunker. Schlagen wir uns dorthin durch. Aber wir verlieren kostbare Zeit. Wir müssen... Strategie ist wichtiger als Eile. Zu Befehl. Also seien wir da jetzt durch oder nicht? Da können wir gar nicht. Das können wir entscheiden, glaube ich. Nee, da geht's nicht lang. Nee, okay, dann. Ja, ein bisschen Bäume fällen hier. Also bisschen mehr so freier Entscheidungsgeist wäre schon nice. Hat uns neue Befehle erteilt. Ja, es hat sehr gerade gemacht. Ja. Verstanden. Danke, Lirio. Hier oben ist noch Munde und so. Stalker Boltergewehr, ich muss alles mal ausprobieren jetzt hier. Ja, safe, Digga. Warte, ich komme auch mal. Boah, das ist richtig ein Scharfschützengewehr. Junge. Mann, Alter, ich. Also wie kommt man da hoch? Hier hinten rum oder was? Ja, genau. Bei dir da, wo du bist. Hier ist noch ein Medikistim, falls du noch einen brauchst. Sturmboltgewehr? Achso, den habe ich jetzt genommen. Ich glaube, den gibt's dann auch nur einmal. Ich habe jetzt ein Sturmboltgewehr genommen. Achso, ja easy, ich auch. Und hier ist noch so ein Medikistim, falls du noch einen brauchst. Kettenschwert, Medicare. Okay. Aufgefüllt. Oh, unser Dude kämpft hier hinten schon alleine. Huch. Ja, was macht der auch so schnell? Wir haben keinen. Ja, wenn einer wegrennt, seine eigene Schuld, Digga. Chiron. Ah, er hat schon alles zerlegt. Guck mal, wir können wieder abstauben. Hier sind noch Granaten und Boltpistole und Munition, na Gott sei Dank. So. Munition ist voll, kann ich gar nicht gebrauchen. Nachschub. Da sind sie, die Orbitalkanonen. Da kommt ein großer. Ja. Boah, das Sturmgewehr ist ja geil, Digga. Nice, direkt tot. Das Sniper ist auch krass. Ja, das glaube ich dir. Macht ganz gute Löcher, habe ich das Gefühl. Aber es ist ein bisschen schwierig jetzt, wenn die so schnell laufen. Ja, check ich. So, ich mach mal meine Ability hier, mal gucken. Ja, ich auch. Wutmodus! Ja, und ab.
Alter, Digga. What the fuck, Junge. Ist das krank. Ah, okay, aber die ist echt relativ kurz. Einfach den Arm abgerissen und die damit erstochen, was ist los? Ich fand's gerade geil, wie ich noch auf den eingeschlagen habe, obwohl du schon im Executor-Ding warst. Schön. Hä, wie ist der da rüber gekommen? Gelaufen. Zu Fuß. Fußbus fährt immer. Ja, dann gehe ich auch mal dahin. Das ist noch so ein großer. Nachschub. Ja, okay, dieses komische Sniper ist nicht so meins. Wechsel Magazin. Kann immer aufhören, die ganze Zeit so ein ekliges Gift zu spucken, Alter. Okay. Nach rechts, Steuerkreuz nach rechts. Ah ja, nice. Danke für den Tipp. Ist der Vorteil, wenn ich bei dir im Stream gucke, dann weiß ich, wie ich das so muss. Holtgewehr, nee. Ist hier noch was? Nee. Doch. Boltkarabiner muss auch ausprobiert werden. Ja, probiere ich auch mal aus. Oder? Achso, nee, jetzt habe ich den genommen. Jetzt hast du alles wieder gut. Das Stalker-Bolt-Gewehr. Das habe ich aber auch noch nicht benutzt, also. Ja, das ist wie so ein Sniper. Achso, nee, dann will ich das nicht. Alles gut. I don't need that. Ach, guck. Das sind unsere Jungs. Yes, sir! Wir sind gerettet! Nach all meinen Dienstjahren hätte ich nie gedacht, dass ich das hätte. Halt's Maul! Wir kämpfen mit den Engeln des Imperators. Ihr würdet euren Posten verlassen, Soldaten. Nein, Lord. Hier ist ein Munitionslager. Wir haben sie eingeschlossen. Ja. Mehr können wir nicht tun. Öffnet das Tor. Ja, mein Lord. Öffnet die Tore. Aber Sir, sie sagten, öffnet die Scheißtore. Oh, hier sind auch nochmal Waffen. Schwerer Bolter ist hier. Boltgewehr. Sturmgewehr. Ich glaube, der schwere Bolter ist diese Abfahrt. Oh ja, das ist ein MG. Noch eine Welt. Fühl ich. Nicht aufhalten. So, wo kommt ihr? Da hinten. Wirst dein Imperator dienen, Soldat. Oh, mein schwerer Bolter ist weg. Egal. Alter, sind da schon wieder viele. Granate! Ja, Mann, da bin ich auch gerade. Erstmal Granaten da rausfeuern. Nochmal Granate. Noch eine Granate. Digga, ist das krank. Lade nach. Okay, ich gehe hier in den Nahkampf, wo die alle hochkommen. Ich auch. Na, jetzt kommt gar keiner mehr. Doch jetzt. Ihr seid die Soldaten des Ortskastellans. Kämpft! Da ist ein großer. Wo bleibt denn der großartige kardianische Kampfgeist? Okay, nice, er ist tot. Nice. Ah, da oben ist noch einer. Da hinten rechts kommen noch mehr. Großer. Da kommen noch viel mehr, Digga. Ja. Erste Welle, war nur die erste Welle. Alter, Junge. Digga. Ist das krank. Wow! Auf einmal großer hier direkt neben mir. Sehr schön. Lade Waffe nach!
Boah, diese Ekligen, die da die ganze Zeit von oben lauern und schießen. Ja, bei dir, die da runterschießen, ne? Ja. Hinter mir auf einmal auch übles Action. Alter Junge. Stimmt aber noch. Noch ein großer hier. Schön am Exekutieren, Junge. So, jetzt gibt's den schweren Bolter hier nochmal. Rein damit. Junge, das ist eine Waffe. Noch ein großer. Kannst du Typ nur benutzen, wenn du viele Gegner hast, glaube ich. Boah, Digga, Kettensäge durch den Bauch durch, nice. Ah, da kommt noch ein Schwarm. Ja, allein ist hier einfach so ein Raumschiff von mir. Oh, hier. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Ja, ich glaube auch. Ich komme. So, wir sind versammelt. Granate raus. Boah. Ach, wenn man die Waffe wechselt, wird der Bolter auch dran schießen dürfen. Alles klar. Wir verlieren Zeit. Major Sakana. Ich höre. Wir haben einen ihrer Trupps getroffen. Danke, mein Lord. Ich werde Ihnen neue Befehle erteilen. Oh. Der Weg ist frei. Das sieht ja geil aus hier. War eine gute Party. Was für ein Gemetzel. Morgens halb 12 im Bergheim. Keine Entschuldigung für Feigheit. Schwere. Okay, okay. Da habe ich jetzt Sturmbolter und. Achso, das eine ist immer Kettenschwert und Pistole und das andere ist eine entsprechende Art von Bolter, alles klar. Ja. Ja, aber wo steht eigentlich. Also, ich sehe hier nirgends so eine Bezeichnung für die Waffe, die ich habe. Ich glaube, das musst du hier merken. Ja, okay. Meltergewehr. Ich habe da so eine Idee, das ist glaube ich ein Flammenwerfer, was ich gerade aufgenommen habe. Geil. Willst Alter. Du haben? Nee, alles gut, Digga. Liegt jetzt hier oben auf der Kiste. Da, Meltergewehr. Ja, okay, nehme ich das. Das müsste eine Art Flammenwerfer sein. An die Arbeit. An die Arbeit, sagt er. Alter, Digga. Das ist ja eine geisteskranke Waffe. Ja, ich glaube, wir haben alles gefunden. Ab geht's! Ah, hier kommen wir. Nee, die sind hier nur vorbeigelaufen. Okay. Ah ne, hier. Oh. Ja, ich hab welche gefunden. Ja. Ist hier nix. Das war's schon. Das war wirklich ja nicht da. Interagieren. Ah, ist eine Sackgasse. Ach, hier können wir lang. Nochmal ein paar. Zack, Digga. Alter, ist das eine kranke Waffe, Digga. Ich glaube, das lohnt sich richtig jetzt in so einem Schwarm, wie sie da kommen. Ja, safe. Mal reinhalten, ey. Aber die hat nur 5 Schuss, dann muss sie nachladen. Ach so. Ach, kannst du, wenn du gedrückt hältst, so? Als einen Flammenwurf? So? Ja, probiere ich mal, wenn eine fette Masse kommt, Digga. Ja, wenn es sich lohnt. Ja, ja, ja. Denke ich mir auch mal. Ich wiederhole. Warte auf Angriffsbefehl. Wo läufst du denn, Minion? Gibt's hier noch irgendwas? Na, kein Schwert. Identifizieren Sie sich. Captain 1, Sir. Langstreckenkommunikation wurde beschädigt. Sie müssen in der Nähe sein. Und halten Sie durch, Captain. Wir sind auf dem Weg. Dann gehen wir weiter, wa? Ja.
Gehe zu Captain Aiden. Muni, Granate, ja, ich brauche dringend. Ausrüstung gefunden. Kampfzeit, ja, ist gar nichts für mich. Ich nehme kein Schwert. Also bei mir ist es so ein Prinzipien-Ding. Wenn er es spielen will, ich gehe rechts lang, dann gehe ich erstmal nach links. Check ich. Ja. Oh. Schwertbolter, Junge. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, ich interagiere, ja? Ja. Ich hoffe, da kommt jetzt eine richtige Menge raus. Ach, hier kommt gar nichts. Mann. Da hinten. Ist ein großer. Und der schießt. Ja. Muss ich näher ran. Ja. Um auf zu schießen da oben, du Feigling. Du Feigling. Alter Junge, oh, jetzt ja. Sind viele auf einmal, okay. Yeah, jetzt warte, jetzt kommt die andere Waffe mal. Boom, Digga! Alter Junge. Digga, ich hab hier mehrere große. Eine Rüstung ist auch gut am Arsch. Boah. Komm ran, du Zenos, Missgeburt, du. Junge. Ich habe kein Medikit, glaube ich. Ich bin hier. Wo bist du? Ah, da bist du. Ups, falsche Waffe. Oh. Oh ja. Hohoho, Digga. Ach, hier ist ja Munition ohne Ende. Ich bräuchte mal dringend Leben oder Rüstung. Ja, Rüstung regeneriert sich, wenn du aus dem Kampf rausgehst. Ist Rüstung die große das, rote Anzeige? Nee, das ist Leben. Rüstung sind die drei Knupsen oben runter. Ah, okay. Ja, nee, shit, dann brauche ich Leben. Finden wir für dich. Vielleicht. Sonst gehe ich einfach kurz vor, dann kannst du. Ah, hier ist ein Medikit, let's go. Ja. Besser. Okay. Halbes Leben ungefähr habe ich jetzt wieder. Hier ist noch eins. Nice. Rein damit. Okay, jetzt bin ich wieder fit. Ach, scheiße. Jetzt bräuchte ich... Ja, ich komm mal kurz aus dem Rum. Spring da nicht runter, da musst du wieder aus dem Rum laufen. Okay. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch ein bisschen Muni. Guck mal, bevor ich interagiere, ob sie irgendwo. Ist hier Muni hinten gibt. Auf dem. Ja, wenn du da gerade ausgehst, müsste da irgendwo. Müssten ein paar Kisten sein. Ich habe vielleicht schon mal clevere Sachen gemacht, als hier unten reinzugehen. Wie? Hier sind noch ein paar Xenos aufgetaucht. Geil. Ja, nichts Schlimmes. Kleinigkeit. Kleinigkeit. Oh. Plasmapistole. Nee, probier ich nicht aus. Hat noch ein Medikit. Oder? Oh, hier ist ja, sehr viel Muni. Geil. Nice, ich bin voll. Nee, Plasma-Pistole ist mir zu komplex. Das sieht scheiße aus. Also von mir aus können wir... Können wir weiter? Können wir interagieren. Okay, ich würde nur einmal kurz pinkeln gehen, Digga. Ich pausiere mal. Ist ja auch spannend, wenn ich jetzt durch Zufall so erkenne, weil Erik gerade pausiert, was für Kombos es gibt.
ist ja auf jeden Fall wild. Vor allem ist ein Kombo einfach mehrfach die gleiche Taste drücken. Das lobe ich mir. Hier nicht irgendwelche Tekken-Kombos auswendig lernen. Nee, nee. Einfach mehrfach die gleiche Taste drücken. Oder gedrückt halten. Easy. Einfach Hack and Slay. Stumpfes Trumpf. Das ist ein Spiel nach meinem Geschmack. Also abgesehen davon, dass ich eigentlich das Universum unfassbar feier, ist es auch ziemlich witzig, so eine Umsetzung zu sehen, wo es auf der einen Seite gar nicht so viel Verständnis für die Steuerung braucht. Zum anderen, glaube ich, ist es auch einfach ein geiles Spiel, wenn du gar nicht mal in der Lore so drin bist, sondern einfach Spaß haben willst. Dann ist es, glaube ich, auch eine coole Sache, einfach so ein bisschen dich da durchzuschnetzeln. Und nebenbei so ein bisschen was von der Norm mitzubekommen. Ja, echt ein bisschen sehr simpel, das Game. Ja, stumpfes Trumpf. Stumpfes Trumpf. Aufmerksamkeit. Oh oh. Oh, die sind ja schon alle tot. Sollen wir da jetzt einfach hin? Ja, stumpfes Trumpf. Sakana. Ich höre! Hier ist Munition, wir sind zu Captain Aiden. Ich bin voll. Aiden! Ich dachte, er wäre tot. Wir nähern uns seiner Position. Oder? Ja, doch, ich bin voll. Kann ich mit ihm sprechen? Schon dabei. Ab geht's! Mit Granaten. Boah. Was ein wilde Schlachtfeld. Goldgewehr. Sturmbolter. Irgendwas Cooles. Singen wir ein Lied vom Tod, Freund. Ja, nee. Sturmbolter ist halt so ein vollautomatisierter. Ich bleib mal noch bei dieser komischen sonst was Waffe, wie auch immer das hieß. Hier ist noch ein Stim, falls du noch einen brauchst. Ich habe einen auf Reserve. Ich habe auch einen, also kannst du mitnehmen. Na klar. Und warte. Die dachten, jetzt kommen wieder Tyrannen raus, wa? Ja, Mann. Captain Aiden, ich hab befürchtet, sie wären tot. Hell no. Noch nicht, Sir. Sie sind zäher als Kroxleder. Ich nehme das als Kompliment. Aiden, wir müssen die Orbitalkanonen zurückerobern. Meine Panzer sind einsatzbereit. Erledigen Sie das, Captain. Die sind so richtig oldschool, wa? Wer? Die Astra Militarum. Ach so. Militarium, Astra Militarium. Mhm. Wenn du so überlegst, das ist eher so ein Zweiter Weltkrieg gegen Space Marines. Safe. Junge, Junge, Junge. Da kommt einiges angeflogen, Digga. Alter Scholli. Ja, passiert nichts, wenn du reinschießt. Hier kommen die ersten. Boah, was war denn das gerade? Meine Ability. Ah, okay, nice. Oh. Keine Rüstung mehr. Keine? Ja, aber die kommt gleich wieder. Oh. Da kommen zwei große. Boah, die tanken die Schüsse einfach. Das ist ja ekelhaft. Ah! Mann, ey, schon wieder zu spät. Dicker, zu dritt prügeln wir auf den einen, Junge. Oh, shit. Dicker. Niedrige Gesundheit. Hast du ein Medikit? Ja, ja, ich hab's gerade eins genommen, ich war so gut wie tot. Okay. Ja, gut zu wissen. Nice.
Boah. Alter. Einfach mal alle weggebrannt. Digga. Erwischt. Top. Erwischt. Yes, sir. Munitionslager, Digga, let's go. Wichtig. Was gibt's hier für Waffen? Bolt-Karabiner. Sturm. Pistole. Kampfmesser. Nö, alles gut. Sturmbolter habe ich schon, der ist eigentlich ganz nice. Trupp, bewegt eure Lumpen hintern durch das Tor! Sofort! Schließt zu den Kardianern auf. Zu Befehl, Leutnant. Okay. Ach so, hier. Machen wir das andere Tor auf. Müsst ihr seitlich wieder raus. Da sind doch nur welche. Die sind voll groß, Alter. Was sind das für Viecher? Aber scheinen nicht sonderlich stark zu sein. Magazinwechsel. Oder vielleicht sahen die gerade mal groß aus und es sind genau die gleichen Standardtüren. Alter Scholli. Fünf von diesen fetten Feuerschüssen reichen dann auch mal für einen großen anscheinend. Digga. Das klingt. Oh. Ah. Easy. Es wird eine Weile dauern, die Anlage zu durchqueren. Mit einer kleinen Umdekorierung sollte es schneller gehen, mein Lord. Mit einer kleinen Umdekorierung. Ja, was meint er jetzt? Na, ich denke, der wird mit dem Panzer einfach mit durch. Ach so. Ja, okay. Gerne. Na, sag ich doch. Nice. Na kommt mal her. Heilige Terra! Was ist das? So geil mit dieser fetten Waffe, Alter. Boah, was ist das für ein Laserstrahl, Digga? WTF, wer ist er denn? Alter, bei mir ist alles verschwommen. Digga, ich kann auch nichts mehr hören, richtig. Das war gerade richtig crazy. Digga. Also Gesundheit ist sehr gut bei mir. Ich bräuchte ein bisschen Muni, wenn dann. Alles klar. Ich nehme eine Valkyrie und komme. Wie sieht's bei dir aus? Ja, Muni ist auch. Ah, okay. Ist auch nicht optimal. Sicher! Also ich finde, auf so einem Space Marine gehört einfach ein Kopf, ein Helm drauf. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, wahrscheinlich hat man es am Anfang bei den Einstellungen irgendwie machen können. Durchlöchern, dass eine Fregatte durchpasst. Kannst du ja, ne? Immer noch machen. Es wird sich sicher nicht kampflos geschlagen geben. Ja, mache ich das gleich mal. Helm an oder aus? Das Schwarmbewusstsein, die mächtige Schwarmintelligenz. Ich dachte, es geht so um Zwischensequenzen nur, wo wir die quatschen. Nicht unterschätzen. Nee. Da haben die immer keinen Helm. Es wird eine Weile dauern, den Maschinengeist zu wecken. Beeilung! Die Tyranniden werden alles tun, um die Anlage zu vernichten.
ist Major Sakana. Schickt den zweiten und dritten Zug sofort zu den Orbitalkanonen. Verstanden, Sir. Zeig mir diesen Bastard, was das Achte alles drauf hat. Okay. Ja! Die könnte Motivationsrednerin sein. Zeigen wir diesen Bastarden, was wir drauf haben. So, Muni ist wieder komplett voll, ne? Geil. Ja, Mann. Aber Leben habe ich immer noch nicht. Warte, also, ich gehe kurz in die Einstellung. Ja, mach das. Helmdarstellung an. Okay. Gut. Dann haben die im Kampf auch einen Helm auf. Easy. In den Zwischensequenzen immer noch nicht, aber. Ist eigentlich auch richtig cool, dass sie dann während den Helm, während den Kämpfen keinen Helm aufhaben. Ja. So, ihr seid hinter mir, okay, easy. Alter, was ein Schlachtfeld, Digga. Boah, Boltergewehr mit Granatwerfer. Wild. Ausprobieren. Wo gab's das? Achso, ich hab's jetzt gerade genommen. Ja, nimm ruhig, aber ich, ach hier. Voll Karabiner. Sturmbolt. Aber keine Ahnung, wie ich jetzt auch. Sturmbolt. Naja, ich hüpfe mal runter. Ich auch. Ach, warte, so. Hier ist irgendwas. Versammeln. Und Lu? Ah, mit Mausrad. Die Nordwand ist durchbrochen. Konzentriertes Feuer. Zögert nicht. Wirfst du friedlich Granaten da rein? Ne, ich hab hier den Granatwerfer benutzt, Bob. So geil ist der nicht. Ja, okay. Ich glaube, ich nehme auch lieber die Granaten. Also auf Distanz macht meine Waffe, glaube ich, gar keinen Sinn. Diese Feuerwaffe hier. Ne. Zack, zack, ab, Digga, schön. Zack, zarab. Nächster. Wow. Okay. Aber wenn wir da unten einfach reinschießen, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ja. Hier ist Munition. Nice. Ich hab dir mal noch zwei Munitionskisten übrig gelassen. Digga, hä? Ich triff verschießen. Ja. Du hast mir zwei Munikisten übrig gelassen, vielen Dank. Da komme ich gleich mal hin, weil so viel Muni habe ich nicht mehr. Oh. So. Ich will jetzt die Aufmerksamkeit nicht darauf machen. Wir können weiter, ne? Ja? Ja, ja. Okay, warte, wo war die Muni aber? Hier rechts. Ja, da wo du bist. Top. Muni. Muni. Ach, ey, hier Muni ist auch hier. Das Boltergewehr mit Granatwerfer, falls du es auch nochmal ausprobieren willst. Ich glaube nicht. Ja, ich fand's auch nicht so pralle. Daran müssen sie uns nicht erinnern. Okay, wollen wir weiter? Ja, los. Lego! Das ist zum Chef. Oh, mehr Munition. Das wird schlüssig sein. Eine Granate ist noch. Das nehme ich sehr gerne. Ist auch, dass man nicht einstellen kann, wie viel man nehmen will. So. Mm. Ja, ist halt sehr simpel, Digga. Ja, es ist richtig. Ist jetzt kein taktisches Wunderspiel. Nee, nee. Wo du viel Taktik brauchst. Geht, glaube ich, echt nur um Action, Grafik und ja. Bisschen Kopf abschalten. Safe. Aber, Granaten. Aber dafür ist das Spiel auch gut. Sprenggranate. Sprenggranaten kleben an Gegner und fügen ihnen erheblichen Schaden zu, okay. So, ich komme dir mal hinterhergerannt. Ja.
mega geil, wie wir die hier zusammenkriegen, Alter. Da lebt ja noch einer. Ist nicht mehr. Nope. Wie einfach ganz trocken sagt, erbärmlich. Zersägt die Kopf mit der Kettensäge. Erbärmlich. Hä? Du guckst in die falsche Richtung. Dieser Aufzug bringt sie nach oben zur Steuerung. Wir halten ihn die Xenos vom Leib. Der Imperator schützt euch. Das ist auch geil, wa? Die kämpfen die ganze Zeit, wir kommen einfach um die Ecke, zerschletzen alles, was irgendwie entgegenkommt. Ja. Wir halten euch die Xenos vom Leib. Ja. Okay, drehen wir es einfach so rum. Das Meltergewehr war das, was ich die ganze Zeit schon hab, ne? Dieses Flammenwerfer-Ding. Ja, der Flammenwerfer. Also, hier kommt wieder ein Sturmbolter, falls du den nehmen willst. Nö. Ja, dann nehme ich den Sturmbolter. Das Granatwerfer-Ding ist nicht so geil. Check ich. Also wirft halt, hat halt einen Granatwerfer, aber irgendwie. Weiß ich nicht, wenn ich eh nur mit dem Kettenschwert unterwegs bin, dann brauche ich keinen Granatwerfer. Hier ist eine Plasmapistole. Ja, die habe ich noch nicht ganz gecheckt. Die musst du irgendwie, habe ich das Gefühl, kannst du irgendwie aufladen, bevor du damit schießt. Ja, aber ich bei der Bolt-Pistole. Klasse. Ja, ich glaube, ich bleibe auch bei dem, was ich habe. Okay. Du könntest den Stim noch benutzen, dann bist du wieder full life. Mhm. Oh, danke für den Hinweis. Sie müssen die Paneele der Satellitenschüssel manuell aufrichten. Wir kümmern uns darum. Ja klar kümmern wir uns darum. Yes, sir. Überall. Okay. Seien Sie vorsichtig. Die Tyranniden haben Sie bemerkt. No shit. Die haben uns bemerkt. Wie kommt das denn? Ach ja, vielleicht wollen wir sie alle über den Haufen schnetzeln. Was soll ich hier interagieren? Komisch. Kannst du hier interagieren, oder? Nee, da passiert irgendwie nichts. Aber bei mir schon. Wild. Und jetzt? Du musst gedrückt halten. Du musst mir Deckung geben, ich halt gedrückt. Okay. Müssen wir erst die Paneele aufrichten. Bis jetzt kommt nichts. Erster Mechanismus aktiviert. Ja. Ah, okay, es sind verschiedene. Ja, okay. Ja, block doch mal. Digga. Das ist zweit einfach. Also ich dreh mal das nächste Ding hier. Ja, mach mal. Ey, da ist ein Stim links von dem Rad, das kannst du nehmen. Du musst da eins sein. Vorsicht, hier sind auch noch Granaten, geil. Zweiter Mechanismus aktiviert. Wow. Ach, das. Digga. Verzieht euch mal, ihr Nervigen. Zack. 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 Ja, da habe ich ein bisschen Schaden jetzt gekriegt irgendwann. Ja, ganz schön viel Schaden tatsächlich. Wir geben ein Medikit rein. Oh, er lädt 3 Jahre, Dicker! Sehr nice. Danke für die Rettung. Er tritt ihm einfach mit dem Knie durch den Kopf. Ich bin hier bei dem nächsten Rädchen. Jo, ich komme. Aber es sieht nicht so aus, als wenn hier irgendein Feind kommt. Doch. Ah ja. Hier sind sie alle. Ah, hier ist Munition. Ich komme wieder zu dir.
drehe das dritte Rädchen. Mhm. Das wäre so ein Keck da hinten, der die ganze Zeit sein grünes Gift schießt, Alter. Mein Lord! Die Gargoyles wollen zwar erkennen! Sie wollen das Ziel zum Kind zerstören. Hindert sie daran. Okay, nice. Ach, wir müssen uns in der Mitte versammeln. Ja, hab ich auch gerade gesehen. So. Ich hab den Stim verschwendet. Ja. Wir warten auf dich, Kollege. Ja, ja, ich musste gerade noch ein bisschen Munition noch sammeln. Alles gut. Da bin ich. Die Tyranniden warten ja auch auf uns. Mhm. Hat ja alles keine Eile, ne? Ach, Quatsch. Du, wir sind im Jahr 41.000. Das Imperium hat einen Moment gebraucht, bis es so groß geworden ist. Ja, ja. Das Imperium der Menschheit ist nicht an einem Tag erbaut worden, ehrlich gesagt. Das stimmt. Oh, Munition. Alles schon voll. Alter. Wieder fette Schwärme. Ah, hier ist eine Menge Munition. Ich glaube, das könnte ein bisschen länger dauern hier. Antenne A. Hier kommt das geflügelte Ungeziefer. Schützt die Antenne! Hier ist noch ein Boltgewehr mit Granatenwerfer wieder, falls du doch noch eins willst. Ah, wir müssen es verteidigen, okay. Ja, ich check. Wir müssen die Dinger darauf verschießen. Ach komm. Von wo? Hinter dir. Alter. Digga, diese dumme Pistole ist irgendwie... Mehr Gargoyles auf dem Weg zur Antenne! Zack, zack, ab. Antenne 10, Mann, ist... Ach, die Antenne 10 ist da hinten. Aber sag das doch. Die müssen wir verteidigen. Oh shit. Die hat auch nur noch 88%. Digga, irgendwie renne ich falsch. Der Feind hat es auf die Antenne abgesehen. Schaut ja, das habe ich kapiert, dass wir zur Antenne müssen. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Mann! Warte doch mal nach jetzt. Das ist jetzt irgendwie mit dieser Pistole echt ein bisschen blöd. Da wäre so ein Sturmgewehr geiler. Vielleicht hole ich mir gleich nochmal irgendwo eins. Digga, diese dummen Giftbomben, Alter, die nerven ja Todes. Die nerven ja Todes. Lass mich nur den da hinten beschützen. Weg mit euch! Von der Antenne, ich will noch Fernsehen gucken. Kann sein, dass wir die Einzigen sind, die hier irgendwas machen. Ja, Digga, alle anderen sitzen faul rum. Alter, sind das viele, Digga. Ja, shit, mit der Waffe kann ich jetzt nicht viel machen. Und meine Muni... Oh mein Gott, ich bin auch fast tot, Digga, shit. Boah. Hier ist ein Stim bei mir, hier. Wo bist du? Ach, da. Boah. Bangit, ich brauch Deckung. Ja, ich muss gerade... Ja. Komm, jetzt sammel das doch mal auf, Digga. Ich hab das Gefühl manchmal... Okay, gut, hab ich. Hab ich. Boah, ist echt... Das echt gute Action hier. Boah, scheiße. Shit, Digga. Oh, oh. Also die eine... Ach, die eine Antenne ist schon gut angefickt mit 26%. 25, wir müssen zu der einen Antenne. Digga, ich bin gleich tot. Ich hab ganz wenig, ich drück jetzt die ganze Zeit ausweichen, damit ich hier möglichst nicht mehr von irgendwas getroffen werde. Scheiße, ist hier ein Medikit? Ach, da hängen sie noch dran an der scheiß Antenne. Komm, gib mir ein Medikit, ja, danke. Okay. Die Antenne
Ich wechsle jetzt zum Sturmbeutgewehr. Wir haben es auch gleich verkackt. Ja, ich merk's. Okay, easy fürs nächste Mal, falls wir es jetzt nicht schaffen sollten. Mit so einem richtigen... Mann, mit so einem richtigen Sturmgewehr geht es hier deutlich besser. Damit schaffen wir es dann, wenn wir beide das so machen. Weil ich war jetzt die ganze Zeit auf diesem... Damn. Ich war jetzt auf die ganze Zeit auf diesem Vibe mit diesem scheiß Feuer-Ding und das hat nicht funktioniert. Ja. Boah. Okay, wir wissen ja jetzt, die Antenne ist die erste, die angegriffen wird, dann die auf der anderen Seite. Scheiße, ich hab wieder nur dieses dumme Feuerding. Ich muss erstmal direkt eine andere Waffe finden. Ja, ich wollte gerade sagen, geh doch mal gucken, ob du was findest. Ich vergebe mich auf die Suche. Die sind alle platt an der Antenne. Sehr gut. Ich habe ein Medikit gefunden. Ja, ich habe zwei. Ich habe jetzt auch zwei. Hier sind nur Muni-Sachen, aber keine Waffen. Granaten. Ah, hier. Ah, nein, das ist auch ein Meltergewehr, als ob. Haben wieder an ihren grünen Scheiß zu schießen, ey. Bitte geht mir nicht auf die Eier. Nachladen. Erwischt. Nice. Chiron oder wie der heißt, der steht hier einfach nur rum. Digga, der heißt Chiron. 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 Kann er Franzose sein? Ja, könnte sein. Boah, ey, ich finde hier keine Gewehre, Alter. Doch, jetzt hier. Nice, let's go. Jetzt kommen wieder diese scheiß Giftsporen, Digga. Ich komme zu dir. Ich sehe gar nichts. Von wo kommen die Viecher denn? Da ist. Boah, da sind die ganzen Sporen. Lad doch mal nach jetzt. Die Gargoyles sind alle weg. Ja. Ah, da sind schon die nächsten. Gargoyles. Gargamel. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Ich baller auf die Antenne. So wie du. Sehr schön, alle weg. Ach, so, dann bleibt jetzt noch eine Seite. Boah. Ja, ich seh's. Komm, 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 komm. Ach, Digga. Geh mal runter. Muss nachladen. Der Feind hat die Antenne beschädigt. Boah, Junge. Musste beide Medikits jetzt benutzen. Ich schieße auf die Antenne. Ja, bitte. Ich habe für das Gewehr keine Munition mehr. Ich muss jetzt mit der Pistole schießen. Same. Boah. So, die sind alle weg, oder? Ja, alle weg. Aber hier sind noch so viele gefahren. Ja, ja, ja. Ich hab Wutmodus aktiviert. Ich bin gerade voll auf Droge oder so. Ja, das ist das, was ich vorhin hatte, wo alles verschwommen war und so. Nein, ausweichen! Ausweichen! Danke. Ah, hier ist eine Munitionskiste. Easy. Boah, was für ein geiler Schuss. Ach, das ist, wenn diese komischen Fliegeviecher dich treffen, dann bist du so voll auf Droge. Ja, ja.
Ich könnte mal gut Muni gebrauchen. Sehr schön, hier ist ein Kiste. Hier ist eine große Muni-Kiste. Ja, habe ich gesehen. Wie viel halten diese Scheißteile denn aus da oben, bitte? Oh. Ich könnte mal den Medistim gebrauchen. Ich brauche den Scheiß. Geil, der gab ihn abgeschossen. Boah, was geht ab? Auf einmal alle mein Leben weg, Digga. Wurde von irgendwas Geisteskranken getroffen. Ah, von diesem Scheißviech hier. Ja. Mann, Alter. Die Kanonen sind bereit. Nutzen Sie das Terminal zum Ziel. Okay. Abfahrt. Warte mal, ich will kurz gucken, ob es hier noch irgendwo Medikits gibt. Ja. Ich hab halbes Leben. Nutzen Sie das Terminal für den Zielvorgang. Jawohl, hier ist eins. Rein damit. Ich guck mal, ob ich auch noch eins finde. Ja, ich hab noch eins. Nice. Jetzt habe ich einen schweren Bolter gefunden. Willst du mich komplett verarschen? Mein Lord, hören Sie mich! Wir müssen sofort den Zielvorgang starten! Sofort, ja. Ist okay, Digga. Ja, klar. Noch ein Medikit, nice. Ich habe auch zwei jetzt. Ich habe eins auf Reserve. Das andere muss ich ja direkt einsetzen. Ich habe zwei auf Reserve. Stark. Okay, ich jetzt auch. Perfekt. Dann rein da, wa? Ja, Abfahrt. Ich habe einen schweren Bolter jetzt. Nice. Hätte ich vorher gebrauchen können, aber gut. Ziele erfasst. Jetzt ist Mission zu Ende wahrscheinlich. Dann hätte es sich auf jeden Fall gelohnt, noch die Medikits zu sammeln. Ja, Mann. Und die Bolter. Und den schweren Bolter und alles. Digga, das Raumschiff oder was auch immer, das sieht ja todeseklig aus. Ja, gut, Alter. Danke für nix. Perfekt. Perfekt, Digga. Okay. Leutnant, Captain Akaran hat Ihnen neue Befehle erteilt. Verstanden. Wo ist Elion? Ist auch der gut. Feind hat uns unter Druck gesetzt. Die halten sich ja wir so die voneinander getrennt. Faust vor die Brust. Als wir die Angreifer endlich erledigt hatten, war Notbuch Elion ist tot. Der etwas hat sein Helm gerade Gruß, durchbohrt. Der Aquila, so heißt er, ist quasi so verschränkte Hände. So ein bisschen so wie die Albaner immer machen. Wild. Ich habe zwei Jahrzehnte lang an Elions Seite Kopf da darzustellen. Kein Hormagant hätte ihn töten können. Haben sie wahrscheinlich extra nicht ins Spiel gebracht. Ja, das mag sein. So Leute, das war's mit dieser Episode von Warhammer 40k Space Marine 2 mit Bengals als Koop-Partner. War auf jeden Fall crazy, war intensiv, hat Bock gemacht. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu seid, abonniert. Und wenn ihr das nächste Mal live dabei sein wollt, dann folgt mir gerne auf Twitch unter easymoney_official. Bengals, hast du noch irgendwas zu sagen? Für den Imperator. Für den Imperator.